music subscribers. But try this Google Play Music best. Oh, hey Google. Stop. Okay, Google. Wetter. Aktuell ist es in Modesto sonnig bei 78 Grad. Heute wird es überwiegend sonnig bei Temperaturen zwischen 56 und 88 Grad. Gott, oh Gott. Hey Google, Wetter in Celsius. Im Moment ist es in Modesto sonnig bei 26 Grad. Heute wird es überwiegend sonnig bei Temperaturen zwischen 13 und 31 Grad. Finally. Heute wird es zwar nur 29 Grad, aber der Wind geht halt nicht so und von daher fühlt sich auf jeden Fall bereits jetzt sehr viel wärmer an. Ja, der ganze Garten ist voller Marienkäfer. Überall, auch auf den Pflanzen hier im Tank, krabbeln die überall rum. Und es gibt doch bei diesen Blättern hier keine angefressenen Läusestellen mehr. Also sie haben sich auf jeden Fall komplett über die Läuse hergemacht, krabbeln immer noch rum und suchen welche. Und ja, ich sehe kein einziges Blatt mehr, wo Läuse dran sind. Und von daher, Marienkäfer. Ich habe gehört, meine Schwester hat auch ein kleines Läuseproblem und hat sich Marienkäfer online bestellt. Ich bin mal gespannt, ob die das auch so gut hinbekommt wie wir. Ja, Läuseproblem erledigt. Soweit. Also wir hatten ja auch hier ganz, ganz viele Läuse an dieser Sonnenblume. Da sehe ich auch keine mehr. Ja, keine Läuse mehr da. Also die haben wirklich einen guten Appetit, diese Marienkäfer. Ja, gestern hatte ich mal einen einzigen kleinen toten Fisch drin. Ansonsten gucke ich da mehrfach täglich rein, um mich daran zu erfreuen natürlich, aber auch natürlich um zu checken, wie es denen so geht. Keine Casualties. Ja, ich weiß immer noch nicht, was die zweite bzw. dritte, ich weiß nicht, sind da zwei oder drei verschiedene Spezies drin? Keine Ahnung, was die zweite ist. Ich weiß auch nicht, wie ich das rausfinden soll. Ja, die Liane, die besprüht hier so oft die Pflanzen, dass wir jetzt hier so eine Art Wespenplage haben. Die kommen nämlich vorbei und gehen insbesondere halt an die frisch besprühten Pflanzen, an die Avocado und so weiter, um Wasser zu holen. Und der Nachbar, der hat seinen roten Sonnenschirm durch einen beigen ersetzt. Denn beige ist okay. Denn die ganze Siedlung, sieht man ja, ist eher in beige gehalten. Und irgendjemand hat sich scheinbar beschwert. Wir waren es nicht. Ja, es ist wirklich schweinewarm. Und das ist noch der kühlere Tag von den kommenden. Also es ist auf jeden Fall Zeit, die Ventilatoren rauszuholen. Und boah, für mich zumindest ein bisschen Luftbewegung hier in der Bude zu sorgen. Boah, ist das warm jetzt schon. 31 Grad. Was haben wir denn gerade? Hey Google, Wetter. Momentan ist es in Modesto sonnig bei 29 Grad. Ja, ist nur 29 Grad. Heute wird es klar bei Temperaturen zwischen. Ist schon schweinewarm. Der Nachbar grillt schon wieder. Es riecht nach Rauch, obwohl wir die Tür zu haben. So, wir konnten die Tür nicht mehr wieder aufmachen. Und es ist kurz vor Sonnenuntergang. Das heißt, die Jan ist natürlich unterwegs, obwohl es nicht gerade nach einem super Sonnenuntergang aussieht. Ja, ich muss noch eine Wespenfalle bauen, glaube ich. Ich habe da im Internet nicht mal schlau gemacht. Die hat es schon mal probiert, aber die hat irgendwie nicht funktioniert. Beziehungsweise die funktioniert nicht. Die steht da und wird noch nicht mal angerührt. Naja. Angeblich soll man da Bier reintun mit Zucker und Essig, was die Bienen fernhält. Und einem Spritzer Gespürspülmittel, damit die direkt untergehen.
Also ich werde das mal fertig machen und dann mal gucken, ob ich da mehr Glück habe. Ja. Heute gibt es Schrimps mit einer Sahnesoße auf Nudeln. Da bin ich mal jetzt gespannt. Ansonsten ist heute mal wieder so gar nichts gelaufen. Ja, morgen muss man mal überlegen, ob wir nicht irgendwo hiken gehen. Die meisten Trails sind noch geschlossen. Auch die Fahrradtrails, falls ich nicht raffe. Aber naja, ist halt Memorial Weekend. Und da tummeln sich natürlich noch mehr Menschen als sonst überall. Das ist das Problem. Riecht ganz schön käsig. Pasta. Perfekt gegarte Nudeln. Mit Schrimps Brokkoli Sahnesoße. Mit Knoblauch. Und Knoblauch natürlich. Das gehört ja immer da rein. Wir werden extra noch Brokkoli kaufen, denn mir war plötzlich nach Brokkoli. Schon recht spät. Der Nachbar gibt endlich Ruhe und ist ganz schön runtergekühlt. Also die kühlste Zeit der Nacht, beziehungsweise ja, ist 13 Grad. Das ist ziemlich gut für den Fischtank und für alles eigentlich, auch fürs Schlafen natürlich. Und die Jan beschwert sich gerade, dass es ihr zu kalt ist. Den ganzen Tag hat sie sich darüber beschwert, dass es jetzt demnächst super heiß wird. 109 Grad Fahrenheit, was 43 Grad Celsius entspricht. Das ist schon recht warm. Wir haben die Ventilatoren schon in den Räumen verteilt. Also wir dürften vorbereitet sein aus. Ja, es wird allerdings trotzdem nichts nützen. Wir müssen auf jeden Fall irgendwo hin, entweder in Richtung Berge oder Richtung Meer, denn da ist es immer kühler. Ja, morgen Sonntag. Und Montag Feiertag. Das heißt, es gibt mehr oder weniger zwei Sonntage. Gibt überall Sales, aber wir brauchen eigentlich nichts. Und ja, gucken, ob ich morgen mal wieder angeln gehen oder nicht. Mal sehen. Ja, nichts gelaufen. Super satt immer noch. Lecker essen. Haben wir leer gemacht. Gibt es morgen nämlich wieder was Neues. Jo. Das war's. Der Mai fast vorbei. Bitcoin soll angeblich nach oben gehen, aber Wochenende tut ja eh nicht mehr nix. Ich hoffe, das geht wirklich bald mal wieder nach richtig schön nach oben. Ist angekündigt.